Ja, und sonnige Nachmittagsgrüße nochmal hier an dieser Stelle abschließend zum heutigen JFD Live-Trading. Der Fallen wollen wir hier am 16:45 Uhr am 8.7. nochmal auf den amerikanischen Markt gucken und heute nicht den S&P 500 zur Beschau nehmen, sondern hier vielmehr den Nasdaq 100 Index, der unlängst hier an diesem Doppelhoch beziehungsweise Dreifach-Top sichtlich scheiterte. Und das wollen wir uns jetzt hier mal anschauen. Wir hatten hier diese Range gesehen und hier diesen wieder mal erfolgten Ausbruch, der hier grundsätzlich ja Optimismus vermuten ließ. Das waren hier die damaligen Tendenzen von Ende Juni. Sprich, wenn wir uns hier drüber etablieren können, sieht das sehr, sehr bullisch aus. Andererseits gibt es vielleicht Rücksetzer, die hier dann aber temporär aufgefangen werden sollten. Doch mit dem Start in den Juli war eben hier aus die Maus mit möglichen bullischen Szenarien. Und dass wir jetzt hier oben das Top mehr oder weniger in dreifacher Erscheinung haben, macht das Bild jetzt hier nicht wirklich bullisch. Das zeigt, wir haben hier beim Nasdaq 100 Index und auch natürlich bei den amerikanischen anderen Indizes und den S&P haben wir ja erst gestern unter die Lupe genommen, eben auch mit der Aussicht, dass hier weitere Tiefs drohen. Und da half auch gestern das Intraday-Reversal wohl reichlich wenig. Wir haben jetzt hier auf der Oberseite den einsten Widerstand, dann wieder Unterstützung, jetzt wieder manifestierten Widerstand hier im Bereich 4.465 Punkte rund. Der Plan nach unten ist hier vollzogen worden im Sinne dessen, dass wenn wir diesen Widerstand reißen, es abwärts Druck geben könnte. Und jetzt sind wir hier an dieser marginalen Unterstützung, die ich direkt mal rausnehme, weil sie für mich keine Relevanz mehr hat, vielmehr auf dem Weg hier in Richtung dieser doch viel tragfähigeren Zone, die sich nämlich hier im Bereich von 4.280, 4.285 Punkten etwa aufhält. Das ist das Niveau, wo der Nasdaq 100 Index rein technisch jetzt hinfallen könnte, vor dem Hintergrund, dass sich hier die jetzt jüngst eingeleitete Schwäche durchaus weiter fortsetzt. Also, dass wir hier ein erstes signifikantes Ziellevel, welches man ausmalen kann. Von der Range her sicherlich kann es jetzt hier noch ein bisschen Ping-Pong geben, aber unterhalb des Niveaus hier insbesondere von 4.465 Punkten bleibt der Bär im Vorteil. Insofern auch hier die Short-Bewegung zu präferieren. Kann mir auch nicht vorstellen, dass der Preis jetzt direkt nochmal bis dort oben hinzieht. Wenn er es denn tun sollte, dann wäre das rein technisch gesehen hier durchaus als Einstiegsmöglichkeit zu sehen, um im Nachgang dann hier an einem Abwärtsmove teilzunehmen. Leicht bullische Tendenzen wären hier gerade auf Tagesbasis erst oberhalb von 4.465 Punkten denkbar. So, jetzt mal den Pfad nochmal wegmachen hier, der leicht schiefer auch. Und dann machen wir nochmal einen geraden hin. Und dann haben wir im Prinzip hier genau das, worauf es ankommt, nämlich dass, wenn wir hier dieses Level überschreiten, dann haben wir Chancen, wieder aufzudrehen. Aber diese Chancen sehe ich zugegebenermaßen eher nicht aktuell. Die Bären bleiben also weiter im Vorteil und der Nasdaq 100 Index hier auf Tagesbasis angeschlagen. Die Top-Bildung hier oben kann man jetzt natürlich im Nachgang immer wieder schön feststellen, aber kennzeichnete sich auch durch eine leicht Divergenz hier im RSI-Oszillator. Die Divergenz selber war aber allerdings nicht so stark ausgeprägt, deswegen auch hier nicht von großer Relevanz. Aber man sieht, dass die Verlaufshoch hier im Preisintervall bei dem Indikator nicht nachvollzogen wurden. Entscheidend hier dann praktisch die Tatsache, dass der Preis, hoppala, dass der Preis hier, so weg damit, hier immer wieder, wenn neue Hochs markiert wurden, sozusagen der Indikator diesen Preis nicht folgte, diesem Kurs. Und mit dieser negativen Divergenz hat sich jetzt mehr oder weniger ja, die abzeichnende Schwäche ein Stück weit manifestiert. Sieht wie gesagt so aus, als würde der Markt noch nicht fertig sein nach unten. Rein von der Saisonalität auf den Nasdaq 100 bezogen, sieht es aber ein bisschen mau aus. Wir haben hier auf den E-Mini, dem Future Contract, auf den Nasdaq 100, der hier sehr, sehr volatil daherkommt, insofern keinen Anhaltspunkt wirklich liefert für die Saisonalität. Aber wir wissen, dass die US-amerikanischen Indizes und auch der DAX jetzt hier in den Sommermonaten eher schwächer geprägt ist oder eher von der Schwäche, ja, dominiert wird und dies dürfte sich meines Erachtens auch durchaus weiter fortsetzen. Gehen wir kurz in den Intraday-Chart, um nochmal zu sehen, was hier in die 24-Stunden-Indikation sagt zu unserem Nasdaq 100-Index. Und da kann man hier ableiten, okay, wir haben kurzfristigen Support bei 4.364 Punkten gefunden. Also inklusive der Indikation von heute Nacht, Schrägstrich des Vortages. Stauzone habe ich jetzt mal ein Stück weit aufgerissen. Sogar noch ein Stück weiter höher gehen. 4.370, 4.365. Hier in dieser Zone eben haben wir kurzfristigen Support gefunden. Das heißt,
Oberhalb dessen kann sich die Erholung weiter fortsetzen, allerdings hier kurzfristiger Abwärtstrend, der Wochenpivotpunkt auch direkt in diesem Bereich zu finden. Und insofern, wenn der Nasdaq wirklich hier nochmal ein Stück weit anziehen sollte, wird es hier oben im Bereich unter 4.400 Punkten eng, sodass es dann durchaus weitere Tiefs geben könnte. Also kurzfristige Erholung möglich im Bereich 4.400 Punkten, allerdings dann möglicherweise Ende der Fahnenstange. Beziehungsweise Fahnenstange ist es ja nicht mal, sondern Ende der leichten Erholungsbewegung im Zuge dessen, dass wir hier diesen mehrfach bestätigten Abwärtstrend dann sehen, der hier sicherlich seine Relevanz schon bewiesen hat und in dem Fall sogar nochmal beweisen könnte. Geht es hier speziell frühzeitiger nochmal auf neue Tagestiefs zurück, dann muss man hier direkt mit einer weiteren Schwäche rechnen, die dann hier eben in weitere Preistiefs münden und rein von der Range. Rein von der Technik her sehen Sie, dass wir hier erstmal luftleeren Raum haben. Hier nochmal eine Horizontalunterstützung rübergezogen. Das wäre ein erster Zielbereich, um zu sagen, okay, der Markt hat hier die Perspektive bis dorthin anzuziehen. Aber das muss noch nicht das Ende der Gefühle gewesen sein, denn es scheint, wie gesagt, so, dass die Märkte hier noch ein Stück weit Luft haben, nach unten abzudrehen. Und wenn wir uns den Stundenchart anschauen hier, dann wäre das mal hier so ein grober Kanal, den ich jetzt mal hier vorsichtig schon mal reinnehme in den Chart. Mal schauen, ob er sich morgen schrägstrich übermorgen weiter manifestieren lässt. Gut, liebe Zuschauer, ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Also die Tendenzen bleiben weiter bärisch, selbst wenn wir heute nochmals einen Intraday-Reversal in den späten Abendstunden sehen sollten. Vielmehr deuten sich weitere Verluste an und insofern immer darauf Obacht geben, in welche Richtung man positioniert ist. Ich sage danke fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, morgen wieder zum Devisenradar 39 und die nachfolgenden Sendungen dann natürlich im Laufe des Tages immer wieder im Stream angekündigt. Wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und auf bald.